Sprache und Musik geben sich gegenseitig was. Man versteht Musik noch mal ganz anders, wenn man dazu vorher eine Geschichte erzählt bekommen hat. Es sind ja so viele verschiedene Sachen aus Rock, Pop, Musical, Klassik, zeitgenössischer Musik. Am meisten Spaß macht mir der Moment, wenn wirklich alle sitzen und die Künstler auf die Bühne gehen und man das wirklich so spürt, so, ja, jetzt sind alle da. Wir haben gerade 4 erfüllende Wochenenden mit 4 verschiedenen Programmen auf insgesamt 19 städtischen Plätzen des Bundeslandes Niedersachsen hinter uns. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Kultur einfach in die Orte wieder zurückzubringen und dort Literatur und Musik zu präsentieren. Wir haben überall große Unterstützung erfahren, bei sämtlichen Städten, bei Kulturvereinen, die einfach begeistert davon waren, dass wir jetzt im September unter diesen Bedingungen Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen veranstalten. Really, something new happened to Light. It's like we started some collaboration here where we can still explore and discover so many new things. I pull you out of the chorus. Wir bringen Stühle mit, wir bringen die Absperrung mit, wir bringen die Bühne mit und schlagen auf den Plätzen auf unter freiem Himmel. We're hunting with just a flintlock and a hound. You won't go home with a bunting and if you blow a hundred rounds. Ich glaube, zur aktuellen Zeit ist es überhaupt besonders, dass wir eine Veranstaltung anbieten können mit so hochkarätigen Künstlern. Hochenergetisch bis melancholisch und weit und ruhig und besinnlich. Begann auf dem ölfleckigen, nächtlichen Parkplatz ein Gegenschauspiel, das von einer anderen Helligkeit war. Man findet Parallelen und man findet sozusagen Widerhall von den Texten in der Musik und Widerhall von der Musik in den Texten. Und das zu machen, ist für mich als Schauspieler wie selber ein bisschen Musiker sein zu dürfen. Es geht ja um Sprache. Was ist mit Sprache möglich? Also eine einfache Erzählung auf alle möglichen Arten und Weisen zu erzählen. Es ist befremdlich, aber es macht einen wahnsinnigen Spaß. Immer wenn sich die Literaten und die Musiker trafen, war sofort ein neuer Geist geboren, mit dem wir, wie gesagt, vorher eigentlich gar nicht so rechnen konnten.